Die Weiße Rose war eine deutsche Widerstandsgruppe gegen die Nazis, die vor allem aus StudentInnen bestand. Aktiv war die Gruppe ab Juni 1942. Flugblätter der Weißen Rose war die Überschrift der ersten Flugblätter, in denen die Gruppe auf die Verbrechen Nazi-Deutschlands hinwies und zum Widerstand aufrief. Die StudentInnen kopierten sie tausendfach und verschickten sie per Post in München und in andere Städte. Zudem legten sie die Flugblätter heimlich aus. Ein Flugblatt wurde von der britischen Armee millionenfach vervielfältigt und ab 1943 per Flugzeug über ganz Deutschland abgeworfen. Kern der Gruppe waren die beiden Medizinstudenten Hans Scholl und Alexander Schmorell. Außerdem Christoph Probst, Willi Graf, später dann auch Sophie Scholl sowie der Philosophieprofessor Kurt Huber. Das Unterstützerumfeld zählte mehr als 50 Personen, von denen später einige enttarnt und hingerichtet wurden. Die Geschwister Scholl waren vor Kriegsbeginn wegen der Natur- und Gemeinschaftserlebnisse Anhänger der nationalsozialistischen Jugendbewegungen. Aber wegen ihres christlichen Glaubens kamen sie bald in Konflikt mit dem totalitären System der Nazis. Mit ihrem Widerstand wollte die Weiße Rose ein Zeichen setzen von Christen gegen einen Unrechtsstaat, gegen dessen Kriegspolitik und gegen dessen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe, heißt es am Ende des vierten Flugblattes. Das sechste Flugblatt, verfasst von Professor Kurt Huber, wurde der Gruppe im Februar 1943 zum Verhängnis. Als Hans und Sophie Scholl bereits mehrere hundert Flugblätter in der Münchner Universität verteilt hatten, warf Sophie Scholl den Rest der Flugblätter vom zweiten Stock in den Lichthof hinunter. Doch sie wurden vom Hausschlosser beobachtet und der Polizei übergeben. Nur wenige Tage später, am 22. Februar 1943, wurden Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst zum Tode verurteilt und noch am selben Tag enthauptet. Willi Graf, Alexander Schmorell und Kurt Huber wurden ebenfalls verurteilt und hingerichtet.